Hey, diese Tanne sieht doch cool aus. Sie ist aus Curly Pots Grau-Weiß entstanden. Curly Pots könnt ihr in größeren Floristikgeschäften oder im Internet beziehen. Unter dem Video habe ich zwei Bezugsquellen aufgeführt. Viel Spaß beim Basteln. Für diese Bastelarbeit benötigt ihr folgende Materialien. Ich habe hier ein altes Holzbrett, das ist 22 x 32 cm groß. Dann brauche ich weiter Curly Pots, die gibt es im Internet in Grau-Weiß. Weiterhin brauche ich einen Haarpinsel, eine Perlenkette. Hier habe ich schwarze Abtönfarbe für drinnen und draußen und einen Heißkleber. So, ich habe zunächst auf das Holz ein gleichschenkeliges Dreieck aufgemalt und das mit schwarzer Farbe gefärbt. Die Farbe muss jetzt erst trocknen. In der Zeit sortiere ich meine Curly Pots und zwar suche ich so kleine Teile heraus, die ich nachher als Grundbasis erstmal aufklebe. So schöne größere Teile hebe ich mir auf, die werden anschließend als zweite oder dritte Schicht aufgesetzt. Wenn ich anfange zu kleben, setze ich die Teile als erstes so in dem Randbereich auf. So, jede Tanne ist ein Unikat, das ist ja klar. So beklebe ich jetzt erstmal den ganzen Bereich. So, hier habe ich wieder ein kleines Stück, das passt so ein bisschen hier zur Spitze. So. So, die Grundfläche habe ich jetzt nur mit den kleineren Teilen beklebt. Jetzt nehme ich hier diese schönen, sind solche hier, die so schön gedreht sind. Die ganz dicken klebe ich nachher so in die Mitte. Die etwas kleineren davon, so wie dieses hier, kann ich schön an den Rand kleben. Die dicken nehme ich für die Mitte, damit die Tanne so einen schönen 3D-Effekt bekommt. Tja, dann will ich mal weitermachen. Ich habe circa 200 Gramm von den Curly Pots benutzt. Jetzt habe ich meine Tanne schön beklebt. Anschließend schmücke ich sie jetzt mit kleinen silbernen Perlen von der Perlengirlande. So, passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. So, da setze ich jetzt überall welche dazwischen. Ich habe nun die Tanne vollständig mit den Perlen beklebt. Jetzt kommt noch was etwas Unangenehmes auf mich zu, und zwar jetzt muss ich die Klebefäden absammeln. Aber da habe ich einen tollen Trick, und zwar kann man die wunderschön so mit der Gabel da rausziehen. Das mache ich jetzt noch und dann ist meine Bastelarbeit fertig. Wenn ihr an weiteren Bastelideen von mir interessiert seid, dann abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.